selbst zusammen, wie es aussieht. Okay, Dach besteht aus Half-Steps. Ich hab's mir irgendwie gesagt. Ich hoffe, wir haben da noch welche. Natürlich nicht. Es wäre auch zu schön gewesen. Und wir können die natürlich nicht herstellen, weil das sind Druckplatten. Ach Mann, ich hasse es doch. I hate it. Okay, wir können aber trotzdem schon mal was machen. Und zwar hier jeweils einen Holzblock hinsetzen. Ihr werdet später irgendwann mal erfahren, wofür. Werde ich nämlich jetzt noch nicht aufbauen, was dahin mal soll. So, da müssen wir jetzt runter. Ich glaube, die Innenausstattung, ne, da muss ich mal überlegen. Die mache ich, glaube ich, ein bisschen später und mache ich jetzt nicht schon. Weil ich mir da nicht sicher bin, wie ich das machen will. Wir haben jetzt sozusagen den Rohbau haben wir jetzt. Da fehlt natürlich noch die Inneneinrichtung und so weiter und so fort. Aber die kommt mal irgendwann später. Wie gesagt, wenn mal der Janze ein bisschen, ne, und so und überhaupt besser geht. So, jetzt wollte ich noch ganz kurz hier. 2, 3, 4 die Sachen anbauen und wir müssen noch eine Sache gleich erledigen kurz und zwar Türen machen für oben für die Fenster, das sind ja auch so Ladeluken. Jetzt springst du hier auf diese verkackte Mauer drauf? Mann, also wirklich so zack, zack und hier müsste das nächste sein. So, da müssen wir nämlich von innen dann da noch die ganzen Sachen später reinbauen. Aber egal, jetzt müssen wir erstmal wieder aufs Dach kommen und den Dachgiebel fertig machen. Zack, 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 zack. So, jetzt sind wir schon mal oben. Was wollte ich jetzt noch machen? Ach, Quatsch, 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 was ich gerade fabriziere. So, den wollte ich da reinpacken. Dann hier ein Half-Step drauf. So, das können wir auf dem ganzen Dach eigentlich mal. Das so machen, damit hier nicht über Licht durchkommt. Wegen dem tollen Lichtbug, der Minecraft seit, seit der Vollversion nicht gefixt wurde, kann man ja sagen, ne? Also von daher, man sieht, es wird immer sehr schnell an Bugfehlern gearbeitet und sowas. Nämlich gar nicht, aber naja, egal. So. Dann machen wir uns mal wieder auf den Weg. Denn ihr seht, unser Rohbau steht zumindest. Und jetzt müssten dann später hier die Decken rein und da oben die Decken rein. Da müsste hier alles voller Kisten gestellt werden und so weiter und so fort. Hier unten müsste natürlich noch eine Innenverkleidung rein und der Boden ausgetauscht werden. Aber ganz ehrlich, das möchte ich jetzt nicht noch machen. Weil wir uns jetzt hier schon recht lange dran aufhalten. Ich würde ganz gerne mit dem nächsten erstmal fortfahren. Jetzt ist das Problem bloß beim nächsten. A, es ist wieder ein Videotutorial, also, ne? B, es ist in doppelter Ausführung, damit es gut aussieht. Und, C. Nein, das will ich gar nicht. Nein. Ja, das Tolle an Tablets, wenn man... Schon wieder Regen ohne Spaß. Ich fange gleich an zu kotzen hier. Alter, mach die Pisse weg. Nein, 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 nein. Okay, jetzt können wir mal ganz kurz was abzählen. Und zwar, ob wir 16 Platz haben hier. Bis hierhin. Also, ne, das hier müsste ja ungefähr... Warte mal, wir bauen uns mal hier hoch. Okay, hier ist jetzt also... Von hier aus müssten wir 16 Platz haben. Am besten 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15. Na, das wird schon mal nichts. Verdammt, wo baue ich denn das hin? Das gehört doch hier zum Hafen, verdammt. Ich meine, hier habe ich vielleicht 16, aber ich weiß nicht, ob das hier so geil aussieht, wenn wir es hier hinbauen.
Vor allem weiß ich nicht, was ich dann... Wobei, doch, wenn ich... Ah, doch, das passt, okay. Den lasse ich da trotzdem mal stehen. Weil ab der Grenze hier darf nichts mehr gebaut werden. Also, ne, dann kollidiert es halt mit dem Gebäude. Der Arena, das will ich nicht. Und hier soll nämlich eine Taverne später noch hin. Und dahinter eventuell ein Hafenkran. Da müssen wir hier mal ganz kurz zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Würde eigentlich noch passen. Jetzt. Aber ich weiß nicht, ob das mit dem Kontor dann... Doch, das kann man anbieten, oder? Wenn man hier durchgeht, dann mauern wir das hier ab. Dann machen wir hier so einen Durchgang durch. Und dann kommen hier Landungsstege raus. Doch, das sieht gar nicht so ungeil aus, finde ich. Dann müssen wir hier nur ein bisschen Abstand wahren, so bis hier. Dann, da müssen wir den Weg natürlich frei halten hier. Haben wir da hinten... Ach, hier haben wir eine Linie aufgebaut gerade, ne? Stimmt. Ich hole mal kurz noch dort, um das zu markieren, den Bereich. Und dann fangen wir nämlich gleich mit dem Hafengebäude an. Dann machen wir hier den Hafen heute wahrscheinlich zumindest noch größtenteils bis auf Schiffe und ähnliches fertig. Damit wir dann nur noch die Inneneinrichtung irgendwann mal machen müssen. Und da fehlen noch Half-Steps, ansonsten sieht es nämlich ein bisschen blöd aus, finde ich. So. Und hier lasse ich da ein bisschen Platz zwischen, dann gehe ich bis hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wäre demnach so groß hier. Ja, und da kann man hier ja locker an der Kirche noch seitlich vorbeigehen. Das passt eigentlich gar recht gut. Dann kann man hier vielleicht noch irgendwie was später hinbauen. Da weiß ich noch nicht was. Oder hier kann man noch Bäume pflanzen oder sowas, dass man hier so entspannt rausgehen kann. Weißt du, und dann hat man hier so einen kleinen schmalen Weg noch nebenbei. Der macht dann zwar nicht so viel Sinn, aber vielleicht machen wir irgendwie noch was hin, so gimmickmäßig. Doch, doch, das kann ich mir gut vorstellen. Okay. Und hier hätte man natürlich dann, wenn es dunkler wäre, hätte man hier auch nochmal so einen Durchgang, wo man durchgehen könnte, dran vorbei. Doch, das machen wir so. Jetzt komm, dann fangen wir mal hier an zu bauen. Ne, jetzt muss ich natürlich mal wieder gucken. Das Tutorial dauert nicht so lange. Ich hoffe, wir brauchen auch nicht so lange wie fürs erste Gebäude. Denn wir haben noch annähernd genau 2 Stunden jetzt Zeit ab jetzt. Das heißt, wir müssen uns ranhalten, wenn wir jetzt noch 3 Gebäude fertig kriegen wollen. Das ist ja eigentlich der Plan. So, hier ist auch deutlich mehr Stone ein bisschen verbaut unten, finde ich. Ja, jetzt kommt Bug da nicht rum. So, okay. Sieht aber von innen, finde ich, deutlich schöner noch aus als, also, als das, was wir jetzt haben. Kann man ja schlecht sagen, da haben wir ja noch nicht wirklich viel. Ja, und wie gesagt, ich hoffe jetzt mal, dass es hier gleich zur Sache geht. Ach ja, Mensch, das ist auch gleich mit Inneneinrichtung dann wahrscheinlich. So, 7 mal 11 müsste das sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hä? Ja, also irgendwas kann da nicht passen, aber wisst ihr was? Wir halten uns jetzt mal da dran. Ich baue das jetzt mal so nach. 1, 2, 3 mussten das sein. Dann sind 3 frei. 1, 2, 3. Dann wieder 3 frei. 1, 2, 3. Und dann ist hier der nächste. 1, 2, 3. So. Dann ist das so. Jetzt bräuchten wir nämlich den Stone. Haben wir ja schon dabei, die Ziegelsteine. Der muss jetzt gleich dahin. Aber warte mal, wir können noch ganz kurz hier die eben platzieren. Haben wir jetzt die weggemacht? Aber wir sind auch so hohl. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ne, wartet mal. 1, 2, 3, 4 sind das. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ist gar nicht mal so groß, oder? Wartet mal. Entweder habe ich da jetzt eine Reihe vergessen, aber ich glaube nicht. Alter, jetzt... Ich hasse es, wenn die Videos bei YouTube, bei dem Videoplayer hier, immer schwarz werden. Ich brauche nur das Bild, verdammt, Dake. 3, 3, 3. Ja, so, und wir haben da 3, 3, 3. Also muss es ja eigentlich passen. Der sollte da gar nicht hin. Ich muss mich daran erinnern, nicht mit der Spitzhacke das Ganze abzubauen. Ansonsten haben wir gleich wieder ein Problem.